Willkommen zurück zu Mario Sunshine. Uns fehlen nur noch zwei Insignien. Zwei offizielle geheime Insignien. Die befinden sich hier. Ich wollte unbedingt diesmal die richtige Taste drücken zum Gucken. Sehr schön. Zweimal Kapitel 6. Das Geheimnis der Muschel. Ich glaube, das war nicht sehr einfach. Ja, ich glaube, das war recht schwer, da hochzukommen. Einmal muss ich da wieder rein für die üblichen roten Münzen. Es soll aber auch noch was anderes hier geben. Jetzt lasst mich überlegen, wie ich da hinkomme. Ich weiß ja nicht mal, wie es aussieht. Irgendwo hier soll das sein. Ja, wo nur? Wo? Ich erinnere mich an diese eine Mission, wollte ich sagen. An diese eine Aufgabe mit dem Wasseranzug. Im Wasser. Ich glaube, es waren auch rote Münzen, aber das waren die geilsten roten Münzen von allen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das sieht richtig aus. Bin ich hier richtig? Gucken wir mal, ob ich hier hochkomme. Da ist was. Oh, soll ich da rein? Wo bin ich? Ich hoffe mal, ich bin richtig. Was mir jedenfalls noch aufgefallen ist, erschreckenderweise, ich muss in jedem Level noch 100 Münzen sammeln. Das gibt nämlich auch jeweils nochmal eine Insignie. Da ging es einfach mal hoch. Schön. Und darauf habe ich gar nicht geachtet. Daran habe ich nicht gedacht. Nicht mehr zumindest. Irgendwann hatte ich mal daran gedacht und dann habe ich es verdrängt. Wo ist jetzt dieser gelbe Vogel hin? Da ist er, oder? Ne, das ist eine Münze auf der Palme. Aber meines Wissens kommen diese Vögel immer wieder zurück, weil die ihre vorgeskripteten Wege haben. Und da kommt er auch schon. Ich habe ihn erst verscheucht, da ist er wieder. Ah ja, die kommt ja sowieso hier drauf. Gut, ich dachte schon, die ist jetzt irgendwo in der Luft und ich muss da drauf springen und die erwischen. So, das ist eine Aufgabe nach meinem Geschmack. Schön easy für den Anfang. Und damit haben wir schon 97. Oh, nur 97. 1997, das war ein Jahr. Der Delfin, der gar kein Wasser speit. Jedenfalls, nur um das nochmal zu verdeutlichen. Jetzt holen wir uns die letzte geheime Insignie in Baia Paradiso. In Piazza Delfino, wie viel gab es da insgesamt? 40, glaube ich. Und das sind halt eben noch 14 Insignien, die man durch blaue Münzen erhält. 10 blaue Münzen, eine Insignie. Und ich muss halt in jedem Level auch noch die blauen Münzen sammeln. Insgesamt gibt es dann, glaube ich, 240. Und rechts sehen wir die gelben Münzen bei den Leveln. Und da habe ich auch noch nirgendwo 100. Ich habe es, glaube ich, einmal versucht. Und das hat nicht so geklappt, wie erwünscht. In die Sonne muss ich gucken, genau. Und deswegen habe ich es damals erstmal gelassen. Aber jetzt ist es an der Zeit. Jetzt muss es gemacht werden. Mal sehen, was schlimmer wird. Die gelben Münzen zu sammeln oder die blauen. Im Idealfall kann ich das irgendwie kombinieren, wenn die blauen Münzen hier auch 5 gelbe Münzen ausmachen. Ich habe das, glaube ich, nie so wirklich beachtet, ob das wirklich so ist, weil das nie wirklich interessant war. Aber es wäre ja irgendwie unfair, wenn es so wäre. Da oder hier, wo ich gerade bin? Ach, ich muss da rüber. Aber ich habe vergessen, wie... Da gab es irgendeine Strategie, was man zuerst macht. Ich glaube, ich kann direkt erstmal hier rüber. Oh, oh, hoch da. Wäre jedenfalls unfair, weil ich manche blaue Münzen ja schon eingesammelt habe. Und die kommen dann einfach nicht mehr wieder, denke ich mal. Das wäre ja merkwürdig sonst. Vielleicht irgendwie als ausgebraute blaue Münzen, aber keine Insignien. Deswegen wohl eher nicht. Oh, was machst du denn da? Komm, halt dich wieder fest. Glück gehabt. Das Wasser wird da ganz schön knapp, glaube ich. Genauso. Zum Glück muss ich keine Wiimote hier irgendwie balancieren. Schon schwer genug. Gut, und jetzt hier hoch. Sehr gut.
Aber das ist echt ein weiter Weg. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das perfekt ging. Aber es war sehr komisch. Komme ich nicht von da? Nee, ich komme von weiter unten. Das zeigt einen Pfeil nach unten. Das wird aber wohl nur was anderes bedeuten. Eventuell... Nee, hier komme ich aber nicht hoch. Die können ja nicht von mir verlangen, dass ich eine Raketendüse hier habe, oder? Komm ja doch hoch. Hoho. Das könnte mir einiges erleichtern, eventuell. Vielleicht ist das auch der richtige Weg gewesen. Ich hab das so vergessen. Oh ja, das war gut. Jetzt muss ich nur noch eins höher kommen, aber wie? Wie komme ich denn da hin? Und das könnte auch sein, dass ich den Weg hätte gehen sollen. Kann man da einfach hochlaufen? Oder komme ich nicht einfach hier direkt... Moment, die Kamera hat sich gedreht. Ich komme doch auch hier einfach hoch, oder? Ich will nur nicht an dieses Teil jetzt knallen. Geht das auch wieder weg? Ganz langsam geht's weg. Komm, halt dich fest. Boah, das schafft er nicht. Ich dachte schon, ich bin ganz weg. Aber genau hier wollte ich hin, oder? Jawohl, dann kann ich da nämlich jetzt drüber. Und dann hier hochlaufen. So ist das, glaube ich, auch geplant und gedacht. Auch wenn es bestimmt auch wieder mehrere Möglichkeiten gibt. Habe ich das beim letzten Mal, also als ich das Kapitel wirklich gemacht hatte, auch so getan? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich glaube, ich habe es mir komplizierter gemacht. Vielleicht habe ich jetzt einfach nicht erkannt, dass man hier hochlaufen kann. Aber so wirkt das Ganze doch eigentlich stimmig. Ja, ich krieg einen Drehwurm. Oh, die Muschel ist ganz weit unten jetzt. Irgendwann muss ich doch mal da sein. Hey. Okay, will ich darüber? Ich will eigentlich zur Muschel. Wird da keine andere Wäscheleine mehr hin? Gut, dann müssen wir erstmal darüber, schätze ich. Hält er sich da fest? Warum noch Wasser? Das ist doof. So. Von hier aus springen, das schaffe ich nie. Okay, offenbar ist es doch nicht der perfekte Weg. Spring! Du Idiot. Jetzt einfach genau landen. Knöchel gebrochen, aber ich bin da. Es schien mir doch relativ schnell zu gehen. Im Vergleich zum ersten Mal damals. Da hatte ich, glaube ich, ordentlich Probleme, hierher zu kommen. Okay, das war eine Wand, ne? Ja, das hatte ich auch erst später kapiert. Das ist eins der schweren. Der richtig schweren. Ich meine, sind alle schwer. Aktienleben. Das wäre schon mal wichtig. Bisher habe ich ja keins verloren heute. Ist das nicht schön? Und ungewöhnlich. So. Der Klempner darf wieder Nägel einhauen. In seinem zweiten Beruf. Da ist der Schalter. Wäre sonst irgendwie doof. Komm, jetzt aber Leben. Ein Nagel wird wohl ein Leben bringen. Und den werde ich dann jedes Mal wieder... Schön, dass ich die Düse behalten da. Und hier rüber. Gut. Wie lang ist das noch? Ich glaube, es ist ziemlich lang. Leben irgendwo. Muss es doch ein Leben geben. Wenn ich Game Over gehe, wieder den ganzen Weg zur Muschel hoch. Jawoll. Wie viel habe ich? 7. Das reicht eine Weile. Zack. Wieder zurück. Ich muss nie zurück. Ich dachte, die würden irgendwann mal sowas Unfaires einbauen. Oh nein, aber das ist hier unfair genug. Das war richtig fies. Habe ich eine verpasst hinten? Ich hoffe nicht. Das war gewahr. In einem Nagel wird keiner sein. Kacke, wie kam ich denn hier hoch? So einfach so. Ja, wenn der Wandsprung mal klappen würde. Und dann so. Dann einfach laufen, ne?
Dann bin ich hier. Oh, ja. Kenn das Level viel zu wenig noch. Das war nicht so leicht, einfach mal zu spielen. Na komm. Fällt mir ja gar nicht hier. Oh, da habe ich welche verpasst. Schön. Die hier oben auf jeden Fall noch. Dann 5. Ich lasse mich einfach mal gucken, wo die Reste sind. 6, 7. Die letzte wird dann auch noch hier irgendwo sein, ne? Ja gut, das schaffe ich jetzt nicht, ich weiß. Muss mir irgendwie einen besseren Weg aussuchen. Ist das ein guter Weg hier? Nicht, wenn er runterfliegt. Hier noch irgendwo eine Münze. Ach, hier ist der Anfang. Oh. Ja, das habe ich nicht kapiert. Das ist gar nicht mal so linear und angenehm, das Level. Aber auch das sollte zu schaffen sein irgendwann. Und dann muss ich es nie wieder betreten. Es sei denn, ich muss hier für Münzensuche auch nochmal rein. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Hier geht es doch bestimmt immer bei 0 los. Aber ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall nie wieder auf Zeit, würde ich mal denken. Das ist ja das eigentlich Schlimme. Das Level selbst, das kann man ja schaffen. Aber auf Zeit. Genauso ist das schon mal ein bisschen besser. Das ist so unfair hier. So, dann war eine links gleich noch. Diesmal bleibt er oben, danke. Jetzt aber direkt hier hoch. Das sind nämlich noch 2. Das ist, wie soll ich denn an die leichter rankommen? Oh, ich sehe sie nicht. Puh, hätte ich die jetzt nicht bekommen, hätte ich ein Problem gehabt. Ich dachte schon, der rutscht wieder. So. Schön, dass man die so gut erwischt. Oh nee, das war jetzt nicht so geil hier, oder? Halbe Minute, das könnte ich schaffen. Läuft erstaunlich gut. Aber ich glaube, mir fehlt noch irgendwie eine rote. Wo ist die letzte? Nur doch, da hinten ist sie. Komm, das muss ich jetzt schaffen. Wie gut ich durchkomme bei diesem schwierigen Level eigentlich. Bin erstaunt. Ich bin, glaube ich, einfach besser geworden. Ich glaube es hier kaum. Wo ist das Ziel? Ja, gut, das ist da hinten. Das ist ja nicht mal so weit, das ist nicht bis zum Schluss. Ich hab da kaum noch Wasser, aber bis dahin sollte es noch reichen. Über da! Puh. Danke. Wuhuhu! Gibt jetzt schon mal irgendeine Meldung, weil ich alle regulären Insignien habe? Auch wenn die ja auch schon ein bisschen geheimer war. 22 Insignien fehlen nur noch. Nur noch durch blaue Münzen. Ich glaube, es passiert gar nichts. Toll. Ich habe auch nur ein Leben verloren gerade. Kurznachrichten, die durch Rekordniederschläge verursachten Überschwemmungen. Gut. Nur mal angucken. Ja, ich habe alle. 22 Insignien fehlen noch. Nur durch blaue Münzen. Ne, Moment, gar nicht nur durch blaue. Es gibt noch die 100 Münzen. Insignien. Man könnte einfach Sonnen sagen, ne? Oder Shinies heißen, glaube ich, auf Englisch. Shines. Warum so kompliziert mit Insignien? Verstehe ich gar nicht. Wollte ich noch irgendwas machen? Ich wüsste sonst nichts. Dann gehe ich beim nächsten Mal einfach... Bin viel zu schnell durchgekommen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so zackig geht. Hab durchaus mit einem Stundenvideo wieder gerechnet für die beiden. Gehe ich beim nächsten Mal ins erste Level wieder. Könnte mir von dem eine Sonnenbrille mal wieder nehmen. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Da gibt es noch gelbe Münzen. Ich glaube auch auf der Oberwelt hier gibt es 100 Münzenstern. Sonne. Gib mal eine Sonnenbrille her. Hey, eine Sonnenbrille alleine reicht. Was? Brauche ich jetzt noch Sonnencreme? Eine meiner Tropenshirts. Ach so. Oh mein Gott, so gut. Habe ich das schon mal angehabt? Ich
kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, ob ich. Oder seit wann ich das überhaupt kommen kann. Vielleicht erst jetzt, weil ich alle Insignien habe, ohne die Münzen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen habe. Ist aber cool. Schön in Urlaubsstimmung jetzt. Jetzt können wir Urlaub machen. Ein bisschen dunkler wieder, aber mir gefällt es ohne Sonnenbrille eigentlich besser. Schön hell ist es dann. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu dunkel und ohne Sonnenbrille ein Ticken zu hell. Aber ich würde eigentlich sagen, lieber ein bisschen heller. Bei dem Spiel zumindest. Bei meinem Browser im Internet habe ich alles nach Möglichkeit schwarz gefärbt oder dunkel gefärbt. Dann kann man beruhigender lesen, aber hier geht es ja nicht um Lesen, sondern um Spielen und Sehen und ja, das ist Level 1. Definitiv. Beenden wir das dann zu 100% beim nächsten Mal. Mal sehen, ob ich dann ein Level pro Video schaffe oder wie lange das dauert oder wie schnell das geht, wer weiß. Bis dahin, tschüss.